Willkommen. Doch eine ganze Menge Leute. Letztes Jahr war das so ein kleiner Raum, der total überfüllt war. Finde ich schön, dass er jetzt im großen Saal ist und der auch schon doch ganz gut gefüllt ist. Ja, willkommen. Ich habe letztes Jahr schon hier das Thema Logfile angesprochen. Und ich möchte heute noch so ein bisschen die Sachen erzählen, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, was sich so weiterentwickelt hat. Aber dafür würde mich erstmal interessieren, wer war denn letztes Jahr im Vortrag drin? Oh, so wenige. Okay, ich dachte, es wären mehr. Ich werde trotzdem erst nochmal was allgemein über Logfiles erzählen, über strukturiertes Logging und was man dann so alles haben möchte. Und dann auch noch aufzeigen, welche Tools es dafür so gibt, jedenfalls mal so die bekanntesten. Und werde dann am Schluss auch noch zeigen, wir haben da eine Organisation, im Moment ist, ich würde mal sagen, eine Mailingliste gemacht, wo es eben darum geht, was für Möglichkeiten man mit dem Logging so machen kann. Ja, kurz über mich, wie schon erwähnt, mein Name ist Jens Kühnel, ich bin freiberuflicher Trainer, hauptsächlich im Raum Frankfurt zurzeit unterwegs, weil ich da auch wohne. Systemadministrator, das ist das, was ich im Moment hauptsächlich mache. Hat den Vorteil, man muss nicht so viel reisen, als Trainer ist man doch ständig unterwegs. Und hab auch ein Buch mal geschrieben zum Thema Samba, schon lange her. Und deswegen eben auch Autor. Ich sage gleich, meine Vortragsfolien sind auf Englisch, weil ich sie nicht mehr übersetzt gekriegt habe. Aber ich werde auf Deutsch halten. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Soweit Englisch, glaube ich, kriegt jeder hin. Das Ganze hat im Grunde genommen so angefangen, dass ich eine Bachelor-Thesis geschrieben habe. Letztes Jahr im Oktober habe ich sie abgegeben und habe die auch veröffentlicht. Liegt zurzeit noch unter meinem privaten Blog. Ich bin freiberuflicher Systemadministrator. Man kann mich kaufen, deswegen unter ithure.de. Wird demnächst aber auch noch unter I Love Logging entsprechend landen, weil es einfach so einen Überblick über die verschiedenen Logging-Mechanismen und Tools zeigt, die da entsprechend drinstehen. Ja, dieses I Love Logging entstand vor 3 Monaten auf dem Linux-Tag in Berlin. Da standen wir so zusammen und haben uns eigentlich überlegt, so, es gibt wahnsinnig viele Mailinglisten, klar, für das Tool und für das Tool und für das Tool, aber so allgemein über die Probleme, die irgendwie jeder neu löst, darüber gibt es noch keine Mailingliste und deswegen habe ich dann eben dieses I Love Logging gegründet, die Domäne registriert, ilovelogging.org, eine Mailingliste draufgepackt und haben da eben entsprechend angefangen, darüber zu diskutieren und zu reden und die Leute zusammenzubringen. Wir haben hier das erste Mal uns dann auch wirklich so im echten Leben getroffen, hatten heute Morgen schon zusammengesetzt und halt die verschiedenen Probleme, die irgendwie alle Logging-Lösungen haben und die jeder neu anfängt zu lösen. Typischer Fall ist Normalisierung. Wie man das eben vielleicht zusammenarbeiten kann und wie man das Ganze entsprechend optimieren kann. Dieses I Love Logging ist einfach nur eine Mailingliste, die sich einfach über Open-Source-Logging drum dreht, aber nicht auf ein spezielles Produkt oder ein spezielles Tool. Für die einzelnen Tools und die einzelnen Projekte haben natürlich ihre eigene Mailingliste. Ja, dann fangen wir mal an. Wer hat denn ein zentralisiertes Logging bei sich in der Firma oder zu Hause? Okay, so ich schätze mal so die Hälfte. Okay, wer hat denn ein strukturiertes Logging oder versucht es wenigstens? Ein klein wenig weniger, aber doch eine ganze Menge. Die meisten Leute kennen Syslog, so der Standard zum Thema Logging. Relativ wenig Struktur, man hat einen Zeitstempel, man hat noch so, wer hat es weggeschickt, so eine Kategorie, man hat eine Priorität. Und dann hat man noch, ich sag mal, ein Freitextfeld, da kann man dann irgendwas reinschreiben, was halt der Entwickler gerade meinte, reinschreiben zu müssen. Das Problem bei diesem System ist natürlich, der eine schreibt das rein, der andere schreibt das rein, das Ganze muss dann wieder verarbeitet werden. Man muss dann jedes Zeile muss man entsprechend dann jeweils anschauen und muss dann gucken, da wieder die Felder rauszukriegen. Und das ist das, was eben dieses strukturierte Logging eben verhindert, indem man einfach sagt, okay, wir schreiben das schon verschiedene Felder rein und diese Felder werden entsprechend verarbeitet oder können automatisiert verarbeitet werden. Müssen also nicht jedes Mal erstmal wieder geparst werden, geguckt werden, wie gehört es zusammen. Was sich da durchgesetzt hat, ist JSON.
Wir werden also später feststellen, wenn es so um strukturiertes Loggen geht, ist eigentlich fast alles JSON. Ja, aber auch wenn es JSON ist, trotzdem haben wir das Problem, was wir immer haben bei Standards oder bei Formaten. Ja, kommt einem irgendwo bekannt vor, hey, wir müssen jetzt hier einen neuen Standard machen, um die ganzen doofen Standards alle zusammenzubringen. Und genau das haben wir natürlich bei Syslogs auch. Ups, da ist was fehlgeschlagen, muss ich so anfangen. Es beginnt mit dem Syslog, dem traditionellen Syslog, sage ich mal. Das traditionelle Syslog ist BSD-Syslog. Ganz doof, weil unter anderem ist es keine Jahreszahl dabei. Okay, gut, das kann man vielleicht noch. Ja, wenn du das erste Mal Mails kriegst, dass jemand versucht hat, dich anzugreifen, nur um dann festzustellen, ja, das war letztes Jahr und dein Logarchiv ist zu alt, dann weißt du, dass das vielleicht doch wichtig ist. Es fehlen auch so Sachen wie Subsekundengenauigkeit. So, ja, du hast mal 50 Nachrichten alle zur selben Sekunde geschickt. Manchmal ist es doch wichtig, in welcher Reihenfolge es drin steht. Also da sind eine ganze Menge Fehler drin. Die wurden dann auch korrigiert durch die IETF. Die haben sich also hingesetzt und einen neuen Standard geschrieben. Unter anderem hat er auch mal festgelegt, dass man auch Log-Nachrichten länger als 1023 Zeichen schicken kann. Ja, also es gibt jetzt da keine Beschränkung mehr, beziehungsweise eine sehr hohe Beschränkung. Unter anderem auch eingeführt Zeitzonen. Ja, dass man also jetzt mal sagen kann, so, das war aus der Zeitzone, das war aus der Zeit. Spätestens, wenn man mal größere Serverparks hat, auf mehrere Zeitzonen verteilt, weiß man, dass das ganz toll ist. Beide Formate sind aber immer noch relativ einfach gestrickt. Hinten kommt ein großes Freitextfeld und die meisten Informationen stehen da drin. Im IMTF-Standard steht drin, dass man da auch Struktur reinbringen kann. Das Problem ist, die wenigsten wissen es und noch weniger benutzen es. Deswegen hat man irgendwann mal angefangen, das Ganze in JSON zu packen und in diesem JSON die meisten strukturierten Formate, die wir heute haben, basiert auf JSON. Ceph? Kannst du nach? Also das hier, was ich hier zeige, ist eine Vereinfachung. Ja, ist in meiner Bachelor-Thesis hatte ich das auch mit drin. Ich habe es aber nicht so häufig gesehen, dass ich da groß was. Kommt drauf an, aus welcher Ecke du kommst. Du kommst wahrscheinlich aus der Netzwerk- und Security-Ecke. Da wird es sehr viel verwendet. Bei den Systemlogs, ein Projekt, was versucht hat, das Ganze mal zu standardisieren, war die CEE von denselben Leuten, die auch die CVE-Nummern vergeben, also von der Mitre. Problem dabei, irgendwann ist ihnen das Geld ausgegangen. Manche sagen auch, sie haben es dann halt mal eingestampft, weil sie gesehen haben, es wird eh nichts mehr. Sehr umfangreiches System, auch etwas komisches System, weil bei der CE ist es sowohl in JSON als auch in XML möglich, die Nachrichten zu verschicken. Es wird kaum verwendet, wenn überhaupt. Was man sehr viel sieht, ist Gelf. Gelf ist das strukturierte Format, das von Greylock verwendet wird. Logstash hat sein eigenes und das Ganze auch noch, wir haben ja noch nicht, es sind gerade mal 5 verschiedene Standards, das geht ja nicht. Für Gelf und für Logstash gibt es auch 2 verschiedene Versionsnummern, nur einfach, um das noch ein bisschen umfangreicher zu machen. Und nachdem dann Leonard Pöttering gemerkt hat, so ja, ich will jetzt auch mal Logfiles schreiben über sein Systemd-Projekt, der hat dann auch gesagt, ach, wir bauen jetzt auch mal ein neues Format. Über anderen Formate gab es zwar schon, aber wir machen es nochmal neu. Und wir haben jetzt mal, ich sag mal, 5, eigentlich sind es insgesamt 7 verschiedene Formate und das sind jetzt nur die großen. Wie gesagt, es gibt noch eine ganze Menge andere Formate, die ich aber nicht bis jetzt jedenfalls noch nicht so in der großen freien Wildbahn gesehen habe, was Systemlogs angeht. Wie funktioniert das Ganze mit dem Logs? In den meisten Fällen haben wir irgendein Programm und die meisten Programme, die wir heute noch so haben, schreiben das eben über das Syslog-Protokoll raus. Das Syslog-Protokoll ist so einfach und es wird halt überall noch verwendet. Es gibt kaum ein Projekt oder kaum ein Programm, was nicht irgendwo Syslog sprechen kann. Meistens ist dann so, wenn wir das Ganze natürlich im Syslog-Format haben, müssen wir es erst nochmal normalisieren.
Also entsprechend die Felder rausholen. So typischer Fall ist, wenn man eine Mail hat, möchte ich ja wissen, von wen, an wen geht diese Mail. Solche Geschichten, die muss ich da entsprechend raussuchen. Und das macht man über so eine genannte, ich habe es jetzt hier geschrieben, Transformation oder Normalisierung, wo einfach drin steht, okay, bitte versucht das mal in Felder zu packen und diese Felder klar zu benamen, damit man die später auch schön analysieren kann. Das kann man entweder direkt vom Syslog machen, also direkt auf der Maschine, wo es passiert. Die zweite Alternative in der zweiten Spalte ist dann, dass man sagt, okay, der Syslog nimmt die nur einfach, schickt sie erstmal weg und dann wird es zentral entsprechend verarbeitet. Hat Vorteile, hat Nachteile. An der zentralen Stelle hat es einen Vorteil, wenn man Änderungen am Regelwerk macht, muss man die nicht erst irgendwie verteilen, sonst macht sofort Block und sie sind aktiviert. Hat natürlich den Nachteil, man braucht relativ viel Rechenpower. Ja, wenn man das nur auf einer Maschine oder vielleicht auf zwei Maschinen normalisiert, für 100 Maschinen, kann das natürlich zu Performance-Problemen führen. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man es dann auf den jeweiligen Maschinen gleich macht. Leider gibt es auch immer noch ein paar Programme, die ihre eigenen Logfiles schreiben und nicht das Ganze an Syslog verschicken oder auch nicht andere Formate können. Typischer Fall zum Beispiel Apache oder auch Nginx. Da gibt es zwar in der Zeit auch Ansätze, um das etwas besser zu machen, aber in den meisten Fällen ist es halt so, der schreibt ins Logfile. Und dann gibt es sogenannte Shipper oder Collector, wobei Collector der Name vielleicht ein bisschen undefiniert ist. Collector gibt so viel, aber Shipper, der nimmt einfach die Logfiles, verarbeitet sie und schickt sie dann entsprechend an das zentralisierte Logging-System. Es gibt in Zwischenzeit auch eine immer größer werdende Anzahl von Programmen, die selber gleich, das ist der untere Kästchen, die selber gleich strukturierte Logfiles rausschicken. Was ich zum Beispiel schon sehr viel gesehen habe, ist alles, was irgendwie in Java ist und Log4j verwendet. Weil da gibt es entsprechende Appender, da sagt man einfach, hey bitte, statt das irgendwie an Syslog zu schicken, schreib es bitte doch gleich in einem anderen Format. Hat dann auch den Vorteil, gerade so Stack Traces von Java, die sind ja normalerweise nicht eine Zeile lang, sondern die sind ja, je nachdem, was man halt so schreibt, größer. Und da ist dann auch schön, das kann man dann gleich in eine Nachricht schicken. Also der gesamte Stack Trace ist eine Nachricht, muss man nicht nachher erst noch versuchen, welche Zeile gehört jetzt wohin. Es ist eine Nachricht, wird rausgeschickt, gut ist. Die ganze geht dann in die Analyse, beziehungsweise wird dann eben entsprechend verarbeitet und landet am Ende normalerweise in einem Storage. Beim Storage wird man allerdings feststellen, ich hätte da auch gleich Elasticsearch reinschreiben können, weil eigentlich das ist das, was man so in den meisten Fällen sieht. Man sieht Elasticsearch. Also es gibt noch so ein paar, ich sag mal, ältere Projekte, die benutzen MySQL, aber im Großen und Ganzen eigentlich, was man so anschaut, ist eigentlich alles Elasticsearch. Wer kennt denn Elasticsearch? Okay, dann kurze Einführung noch. Elasticsearch ist eine Dokumentensuchdatenbank. Das Ganze ist so, man kann dann, wenn man so normale SQL kennt, dann muss man immer erst normalisieren und das Ganze in Spalten machen. Dieses Elasticsearch gehört zu den sogenannten NoSQL-Datenbanken und da hat man den Vorteil, da kann man einfach sagen, okay, ich schicke das jetzt mal rein und es ist mir egal, welche Felder die hat, ob das Feld existiert oder nicht existiert. Ich schicke da JSON-Dokumente rein und kann dann später diese Daten auch durchsuchen und nach entsprechenden Feldern suchen und so weiter. Das Ganze gibt es am Ende natürlich auch noch einen Output. Wir machen das ja nicht nur einfach, dass es irgendwo rumliegt. Wir wollen das ja auch sehen. Da gibt es dann verschiedene Output-Mechanismen. Die hellgrünen Sachen, ich hoffe, das sieht man später dann auch im Video, die hellgrünen Linien sind natürlich dann die Transportmechanismen. Also irgendwie müssen wir das ja auch von A nach B bringen. Man kann das Ganze natürlich einfach per TCP schicken, aber es gibt dann auch eine ganze Menge andere Methoden, die man verwenden kann. Das eine ist eben Syslog. Syslog selber definiert auch, wie man Syslog-Daten von A nach B transportiert. Das ist also nicht nur, wie sieht so eine Zeile aus, sondern auch, wie transportiere ich sie. Das Ganze kann man per TCP machen. Man kann es auch per UDP machen. Wer jetzt sagt, boah, UDP mag ich ja gar nicht. UDP hat einen großen Vorteil. Die Applikation schickt es weg und muss sich dann nicht mehr drum kümmern. Gerade was bei, zum Beispiel habe ich jetzt auch erfahren, bei Java-Applikationen, besonders bei Tomcat bzw. JBoss, ist es so, ja, natürlich kann ich auch die schicken und per TCP, nur das Problem ist, wenn dann der Server hinten nicht dran ist, kann es dir passieren, dass deine Applikation erstmal wartet, bis die Log-Message weg ist und dann arbeite ich weiter. Ist vielleicht nicht das, was man haben möchte. Deswegen, also ich dachte auch erst so UDP, ich hatte es erst gar nicht eingerichtet, dann kamen die Entwickler so, bitte, bitte UDP einschalten, weil wir wollen es per UDP verschicken. Gut. Die Firewall freut sich, ja, okay, die freut sich aber eigentlich immer. Das ist, bei UDP ist es halt, sagt man halt ganz klar, von da dorthin, ja, das ist,
Man kann sich nicht auf die Lokpreis verlassen. Und du kannst dich nicht, klar, du hast keine Transportsicherheit. Wenn sie weg ist, sind sie weg. Es kommt darauf an, was man haben möchte. Oder man muss den JBoss-Entwicklern halt sagen, ja, da musst du halt jetzt entsprechend eine Queue aufmachen und dann die Queue abarbeiten. Und kann man machen. Sie wollten es nicht, sie wollten es per UDP verschicken. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn man es aber gerade Sachen sicher übertragen möchte und dann auch ein bisschen verteilen möchte, bieten sich die nächsten drei Möglichkeiten an zum Transport. Das eine ist dann Redis als Transport zu verwenden. Redis ist auch eine NoSQL-Datenbank. Eigentlich ist die nicht dafür gedacht, für das, was hier verwendet wird. Das ist ein Subscriber-Mechanismus. Aber sie ist so einfach zu installieren, dass man ganz viele Dokumentationen findet, wo Redis entsprechend verwendet wird. Was ich selber sehr häufig verwende, weil es sowieso bei uns sehr viel in der Firma eingesetzt wird, ist AMQP. Das ist ein Broker-System, Message-Broker. Ob man jetzt ActiveMQ oder RabbitMQ verwendet, sind so die zwei bekannteren. Hat den Vorteil, man schickt es rein und innerhalb des Brokers werden die Daten entsprechend dann auch verteilt. Das bedeutet, ich habe dann fünf Maschinen hinten dran, die dann die Daten subscriben, also die Daten bekommen wollen. Dann schicke ich es einmal rein und einer von den fünf bekommt es und kann es dann verarbeiten. Ich kann damit also auch gleich eine Lastverteilung entsprechend machen. ZeroMQ ist auch so ein Message-Queuing-System. Habe ich nicht so sehr viel gesehen. Das Problem ist bei ZeroMQ ist, dass keine Verschlüsselung und Authentifizierung möglich ist. Und das ist halt schon für manche Leute relativ wichtig, dass man eben sicher sein kann, dass die Daten nicht irgendwo entsprechend bei der Maschine ankommen. Oder nicht zwischendrin irgendwo mal landen, sondern bei der Maschine ankommen, wo sie hin sollen. Ja, wie schon gesagt, Storage hauptsächlich, Elasticsearch. Es gibt noch ein paar, die MongoDB verwenden, manchmal auch parallel. Bei Greylock zum Beispiel ist Elasticsearch und MongoDB werden parallel verwendet. Die Haupttools, die man so in der freien Wildbahn sieht, ist zum Beispiel unter anderem Syslog. Hinten dran diese Buchstaben ist einfach nur, Syslog kann Transport, ist ein Shipper eingebaut, also der kann Logfiles lesen und die dann woanders dahin schicken und hat auch eine Normalisierungslösung entsprechend eingebaut. SysLogNG, das Gleiche. Der Unterschied, SysLog ist komplett Open Source, da ist also alles entsprechend verfügbar. Bei SysLogNG gibt es einige Funktionalitäten, die sind nur in der kommerziellen Fassung da. Auch ein paar Funktionen, wo ich sage, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, die brauchen nur große Firmen oder sowas. Unter anderem fehlt da die Funktionalität, dass wenn der Log-Server gerade nicht da ist, erstmal die Sachen zwischenspeichern auf der Platte und wenn dann der Log-Server wieder da ist, die Daten entsprechend nachträglich hinschicken. Also bei dem ist, wenn der Log-Server nicht da ist, Pech gehabt, Nachricht verloren. Ansonsten muss man die kommerzielle Fassung kaufen. Greylock ist ein sehr interessantes Tool, was ich inzwischen als Basis einsetze. Greylock ist ein Log-Server, der das Ganze entsprechend annimmt, verarbeitet, auch normalisieren kann, aber vor allem danach dann auch über eine Web-Oberfläche den Entwicklern und so weiter zur Verfügung stellt. Und der große Vorteil dabei ist, dass man sagen kann, der Benutzer darf dann die Art von Logfiles sehen und der Benutzer darf die Art von Logfiles sehen. Ich damit also dann auch entsprechende Kontrolle machen kann, gerade für den Fall, dass ich eben sage, Moment, nicht jeder, der diese Nachricht sieht, oder nicht jeder soll diese eine Nachricht sehen, sondern der eine, ich brauche eine Art von Separation. Wenn ich sage, ist egal, jeder darf alles sehen, kein Problem, dann dafür gibt es auch einige Tools, aber gerade diese Separation ist etwas, was Greylock eben selber so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Logstash ist so ein Schweizer Taschenmesser. Logstash kann sehr viele verschiedene Eingabe- und Ausgabeformate auch untereinander konvertieren, ist dafür sehr gut geeignet. Gehört inzwischen zu Elasticsearch mit dazu und hat auch seine eigene Web-Oberfläche dazu. Ziemlich interessantes Tool und am Ende habe ich mich dann eben überlegt, das war so bis hier ungefähr war das, was ich schon vor einem Jahr auch gehalten habe, das ist jetzt ein bisschen verkürzte Fassung. Und da habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt also irgendwie eine Lösung, um das Ganze eben zu auch wirklich einsetzbar zu machen. Geh weiter. Da. Und habe dann überlegt, was brauche ich eigentlich, was sind so meine Anforderungen? Und ich habe dann halt angefangen, welche Requirements habe ich. Das eine ist eben, ich brauche diese User Separation. Also ich muss sagen, der eine Benutzer darf das sehen, der andere Benutzer darf das sehen. Damit war es schon relativ klar, ich brauche Greylock, weil das einzige Tool ist, was das kann. Ich möchte interaktiv suchen lassen, ich möchte vor allem meine Entwickler interaktiv darin suchen lassen. Gerade wenn die Entwickler so mit mehreren Maschinen und Clustern und so weiter arbeiten, ist das hochinteressant,
weil sonst müssten Sie halt 6, 7, 8, je nachdem, wie viele Maschinen Sie haben, irgendwelche Tails mitlaufen lassen. Wir haben danach festgestellt, die ersten Entwickler hatten sich schon automatisch so etwas Ähnliches gebaut, der also sich Logfiles zusammensucht und dann untereinander schreibt, um eben das Ganze verarbeitbar zu machen. Und also diese Interactive Search ist natürlich etwas, was ganz wichtig ist. Ich hätte gerne automatische Normalisierung. Also ich hätte gerne so irgendwie so ein vorgefertigtes Regelwerk, wo einfach drin steht, so, hey, ja, das ist ja eine typische SSH-Meldung, da weiß ich, das sind die 10 verschiedene Arten von Messages, die will ich jetzt entsprechend verarbeiten und will sie normalisiert haben. Und es sollte etwas sein, was also jetzt nicht irgendwie so ein ganz obskures Corner-Projekt ist, sondern es möglichst weit verbreitet ist. Ich sage gleich, meine Requirements sind noch nicht alle erfüllt, gerade das zweite Tool, die dritte Zeile, dieses Automatic Normalization, ist etwas, was noch nicht, leider noch nicht da ist. Die anderen Sachen sind aber schon recht gut in Benutzung. Im Moment, die Tools, die ich verwende, ist Greylock 2, hinten dran als Web-Oberfläche und als und eben auch als Verarbeitungstool. Ich habe dazwischen drin noch einen Logstash gepackt. Der Logstash deshalb, weil man da eine ganze Menge Veränderungen machen kann, die jetzt erst nach und nach in Greylock 2 reinkamen, die aber schon im Logstash schon sehr viel länger drin sind. Da habe ich dann angefangen, diese Sachen teilweise auch schon in Logstash einzubauen. Und die eigentlichen Shipper, da verwende ich eben weiterhin erstes Log. Ich bin so ein Red Hat Fedora-Mensch. Sowohl in der Firma als auch privat benutze ich halt meistens RPM-basierte Systeme. Und da ist halt bei allen der Standard automatisch erstes Log, auch bei OpenSUSE ist ja auch erstes Log der Standard. Und deswegen das eben auch als Tool. Kannst du auch aggregieren? Was meinst du mit? Also ich schaue die Events in der Sekunde, die ich reinkomme. Und was möchtest du dann damit machen? Nein, zusammenfassen, da darfst du dich im Notfall, wo sitzt er? Da hinten ist der Entwickler davon, kannst du ihn nachher noch als Verbesserungsvorschlag ihm abgeben. Also im Moment wüsste ich es nicht, oder? Nee. Geht noch nicht, okay. Also aggregieren ist, ich werde schon wieder darauf hingewiesen, die Frage war, kann Greylock aggregieren? Nein, kann er nicht. So sieht das Ganze im Moment aus, ich weiß nicht, ob man es, doch, kann man sehen. Könnt auch ihr erkennen. Es kommt also oben entsprechend rein und wird erstmal vom Logstash verarbeitet. Weswegen ich Logstash verwende, Logstash ist wie gesagt so ein Schweizer Taschenmesser, der kann alle möglichen Formate verarbeiten und die auch untereinander weitgehend konvertieren. Natürlich immer, jede Konvertierung hat natürlich immer so seine Probleme, aber das funktioniert eigentlich ganz gut, hat den großen Vorteil, dass ich damit eben auch wirklich komische Protokolle relativ einfach so hinkriege, dass das hinten dran ein sauberes Format rauskommt. Also ich hatte letztens zum Beispiel eine Sache, das war dann wirklich relativ leicht zu lösen. Es kam ein Syslog-Protokoll, da drin war JSON, was ja schon mal ganz gut ist, und direkt davor war ein BOM, ein UTF-8 Header mitten im Dokument drin. Ja, hat mich erstmal ziemlich lange Zeit gekostet, um festzustellen, dass der da drin ist, aber so Sachen damit eben rausschmeißen, das ging eben relativ einfach. Der Logstash, nachdem mit der Verarbeitung fertig ist, soll es weiterschicken, entsprechend an dieses Greylock. Problem ist, Logstash kann zwar dieses GELF, das Greylock-eigene Format, aber leider nur per UDP. Ich habe mich zwar jetzt mal hingesetzt und habe das Ganze mal ein Greylock-TCP-Konverter oder TCP-Output für Logstash geschrieben, aber ich bin ein Python-Mensch, das ist in Ruby geschrieben. Sieht jetzt noch nicht so aus, wie man es wahrscheinlich als Ruby-Mensch sehen möchte. Da bin ich also noch gerade am Arbeiten. Das wird also demnächst dann wahrscheinlich auch, werde ich das nach ins Logstash reinpushen. Das Ganze soll dann auch mal, zurzeit wird es noch per TCP geschickt mit meinem eigenen Konverter. Das soll aber irgendwann auch mal mit AMQP gemacht werden, dass man also dann entsprechend die Logstash-Meldungen per ins AMQP fallen lässt. Und danach können dann die Greylogs entsprechend die Daten aus dem AMQP entsprechend rauslesen. Ja, dann habe ich hier meinen Greylock-Server in der Mitte, zusammen mit dem Web-Interface und die Benutzer und auch die Developer, die ich so habe, die können dann da entsprechend drauf zugreifen, können sich Sachen durchsuchen, können dann irgendwelche Queries bauen und können dann sich die Sachen anschauen. Gerade beim Fehlersuchen habe ich mir sagen lassen, die sind da ganz glücklich und das Ganze begann eher so als kleineres Projekt, was sich inzwischen halt total verbreitet hat, weil jeder will es benutzen, weil es einfach viele Sachen vereinfacht. Arbeitet Logstash stabil für mich? Ich müsste in meine Puppet-Logs gucken, ob es neu gestartet wurde, aber mir ist es also jetzt nichts direkt aufgefallen. Ich habe auch gemacht, dass ich gerne mal speichern müsste.
Also du hattest also dass es während der Laufzeit auf einmal Probleme gibt mit dem Logstash. Nee, hatte ich jetzt keine direkt. Wobei gerade mit Memory Leaks bei uns, die Kiste hat glaube ich 16 Gig RAM. Das ist jetzt dann nicht das. Ist relativ gut ausgestattet, was das angeht. Aber ich werde nochmal nachschauen. Also bei uns wird er öfter unter Puppet-Kontrolle und wurde dann auch von Puppet nachgestartet. Ich habe noch nie danach geguckt, aber ich werde nochmal nachschauen, dass der Logstash auch, ob der mal nachgestartet wurde. Aber sonst ist mir, die Frage ist noch, welche Version von Logstash hast du? Okay. Also das habe ich bei mir dann schon, jedenfalls die 1.3er, also es ist noch nicht die 1.4er, aber die 1.3er. Ja, aktualisieren ist von Logstash ist manchmal trickreich, ja. Dass du dir anschauen kannst, Logstash liegt immer alles, also praktisch dein ganzes Package. Leute sehen das in der Folge, fangen an, einfach Sachen darauf zu reißen, dass sie es brauchen. Also alle Bilder, Autos, Infos, weiter in den Haus und dann funktioniert es. Also der Vorschlag war, alle Sachen aus dem Logstash, die man nicht braucht, zu entfernen, weil es dann weniger Probleme bereitet. Okay, das habe ich auch noch nicht versucht. Also bei mir lief es bis jetzt noch. Toi, toi, toi. Gucken wir mal. Greylock 2 schickt das Ganze dann in Elasticsearch und zusätzlich in eine MongoDB. Elasticsearch, sehr schön, dadurch, dass das Ganze wird in Shards aufgeteilt. Und diese Shards haben den großen Vorteil, dass man die dann eben auch über mehrere Maschinen verteilen kann. Also ich habe hier zum Beispiel mal den dritten, sieht man nicht, aber eigentlich soll es so drei Kästchen sein. Also ich habe drei Maschinen und die Daten werden also auf drei Knoten verteilt. Das bedeutet, Teile der Daten liegen auf dem ersten, Teile auf dem zweiten, Teile auf dem dritten. Macht das Ganze relativ schön, weil wenn man eine Abfrage hat, schickt man den an einen, der fragt seine anderen, guck mal bitte bei dir in deinen Daten nach, gib mir dann die Antwort zurück und ich kriege dann als Antwort die eine zusammengefasste Antwort für alle zusammen. Zusammen zu dem Elasticsearch, die haben dann auch die Logstash-Entwickler, also Elasticsearch und die Logstash ist zurzeit gehört zu einer Firma. Und die haben auch noch ein sehr schönes Webinterface gebaut, nennt sich Kibana. Sehr nett, Kibana hat nur ein Problem. Das ist in JavaScript geschrieben und spricht direkt mit dem Elasticsearch. Hat das Problem, jeder, der auf Elasticsearch drauf kann, kann dann auch nicht nur Sachen hinzufügen. Er kann auch sagen, bitte schmeiß mir einfach mal deine Datenbank weg. Will man jetzt vielleicht nicht jedem Benutzer erlauben. Mit dem Grund, warum ich eben dann auch Greylock verwendet habe, weil da das eben ein Web-Interface nochmal wirklich dazwischen gepackt ist. Aber Kibana ist, es sieht schon cool aus. Es muss man einfach mal sagen, wer sich mal die Kibana auf der Kibana-Webseite so mal die Beispiele anschaut, so Sachen wie zum Beispiel, ich suche mir jetzt so eine IP-Adresse, mit Logstash packe ich mir noch die Geo-IP dazu, habe danach eine Landkarte und sehe gerade auf der Landkarte, wo ich Angriffe herkriege, aus welchem Land, schön wird dann der heller und dunkler, rot und grün, und es sieht schon cool aus. Also das muss man ganz klar sagen. Und ich wollte es auch unbedingt haben. Das Schöne ist, dass das Kibana so geschrieben ist, dass es ihm eigentlich vollkommen egal ist, ob das Logstash da reingeschrieben hat oder Greylock. Und mit zwei kleinen Änderungen kann man dann dem Kibana auch gegen die Greylock-Datenbank schicken. Hat nur das Problem weiterhin, jeder, der drauf gucken kann, kann auch alles löschen. Da bin ich jetzt gerade noch dabei zu gucken, dass man das irgendwie mit einem Apache-Proxy irgendwie noch zurechtbiegen kann. Ich habe zwar einen Ansatz, ich bin aber noch nicht ganz glücklich mit, da werde ich demnächst auch noch dann was veröffentlichen. Aber hat halt den großen Vorteil, es sieht cool aus und wie gesagt, auch wenn es viele Leute nicht wissen, man kann aber Kibana auch gegen eine Greylock, gegen Greylock searchen lassen. Ich weiß nicht, ob der Greylock-Entwickler da was dagegen hat oder... Nee, machen wir. Okay, das klingt gut. Ich hätte es ja auch trotzdem so oder so gemacht, aber ist egal. Ein bisschen schade ist, dass man irgendwie dann einen zweiten Elasticsearch-Pool erzeugt, wo exakt die gleichen Log-Messages der zwei zum Beispiel unterschrieben. Nein. Es kam gerade, warum die Daten dann zweimal vorhalten. Ich will die Daten nicht zweimal vorhalten. L. Greylock schreibt sie rein und Kibana liest sie und verarbeitet sie. Du musst nur zwei Sachen, du musst nur... Nein, also du...
Die meisten, ich habe schon einige Setups auch so gesehen, so nach dem Motto, Greylock schreibt in Elasticsearch und wir haben noch einen Index dazu, da schreibt Blockstack rein. Brauchst du aber gar nicht, du musst nur zwei Sachen anpassen. Erstens musst du sagen, wo findest du deinen Index? Da benutze ich einfach unterstrich all, weil da ist nicht so sehr viel drin, außer Greylock. Und du musst den Timestamp anpassen, weil, jetzt weiß ich nicht, add wegnehmen oder add hinzufügen beim Timestamp. Das muss ich nochmal nachschauen. Gelb war es mit add? Ohne, genau, da musst du es wegnehmen. Also das, was... Entweder ist es drin, also musst du einfach halt ein Zeichen ändern und schon funktioniert das Ganze wunderbar auch mit Greylock-Daten im Elasticsearch. Ja, das Ganze ist natürlich, ich habe jetzt hier oben drüber, man sieht schon, die Sachen, die grün sind, sind Sachen, die ich noch machen möchte. Ja, man sieht das schon, das ist noch ein bisschen zu tun. Unter anderem soll dazwischen nochmal ein AMQP dazwischen gehen, dass das Ganze auch besser verteilt wird. Und da oben sieht man auch noch, Logstash hat auch gerade die Möglichkeit, deswegen benutze ich es auch, die Sachen entsprechend in verschiedenste Formate zu packen. Unter anderem zum Beispiel kann dann auch Nagios-Alarme und so weiter setzen. Solche Geschichten sind da möglich. Ja, und natürlich, wir haben ja nur ein Rechenzentrum, das ist doof, weil wenn es kaputt geht, dann brauchen wir noch ein zweites. Das ist das Setup, wie es jetzt im Moment aussieht. Wir haben also zwei Rechenzentren, die natürlich getrennt sind. Ja, und da stehen entsprechend mehrere Maschinen jeweils drin. Jetzt natürlich das Problem, wenn man zwei Knoten hat oder eine gerade Anzahl von Knoten und die eine Hälfte fällt weg, wer soll jetzt gewinnen, wenn die sich nur einfach untereinander nicht sehen? Deswegen haben wir dann noch ein drittes Rechenzentrum, weil das ein Problem ist, was jeder Cluster hat. Und deswegen sieht das Setup jetzt so aus. Die Maschinen sehen alle identisch aus. Also Maschine 1, 2 und 3 liegt im Rechenzentrum 1, 3, 4 und 5 liegt im Rechenzentrum 2. Und dann auf jeden Fall der überzählige, oder um das Ganze in eine ungerade Zahl zu kriegen, hängt es dann entsprechend das im Rechenzentrum 3. Das Rechenzentrum 3 ist aber nicht so groß, hat keine Datenbank. Deswegen gibt es da drüben einen No-Data bzw. Arbiter, der dann dafür sorgt, dass eben der nur dafür da ist, wenn mal ein paar fehlen, Cluster fehlen und ein Rechenzentrum komplett wegfällt, der noch mit diesem dieser Quorum-Maschine reden kann, das ist der entsprechend weiterlaufen darf. Ja, das ist also das Setup, was zurzeit auch läuft. Ich bin im Moment noch am, dieses Logstash in der Mitte oder da oben, das hat ein paar Performance-Probleme, gerade wenn es diese Grog-Pattern, also dieses Konvertieren und Normalisieren von Log-Messages, das ist nicht besonders performant. Da gucke ich noch gerade noch andere Lösungen. Aber das ist so die Lösung, die ich jetzt gerade dabei bin, auch zu dokumentieren, dass man das Ganze eben auch dann selber nachbauen kann. Und ich will versuchen, da so ein bisschen so ein Standardschema zu bauen. So, das ist so, wie man das entsprechend aufbauen kann. Ja, noch eine Frage. Gibt es auch Alternativen zu Logstash, zum Beispiel Richtig, genau. Also der Logstash da drin ist relativ austauschbar. Du brauchst irgendwas, was Guelph hinten rausschreibt. FluentD kann, glaube ich, Guelph, ich bin mir nicht sicher. Okay. Okay, also wie ich gerade höre, in einer Woche oder in zwei Wochen kommt dann was auch, dass FluentD Guelph sprechen kann und dann könnte man dieses Logstash auch mit was anderem ersetzen. Ich habe es zum Beispiel auch schon mal angefangen mit rsyslog, der hat ja auch so eine Normalisierung und dass man rsyslog dann das Ganze rausschreibt. Das Problem nur ist, dass rsyslog zum Beispiel noch kein Guelph-Output hat. Das ist eine der Sachen, die ich unter anderem in diesem I Love Logging so ein bisschen versuche zu pushen, dass man mehr Konvertierungstool hat, dass man sagen kann, hey, von dem in das Format, wie kann man das entsprechend sinnvoll konvertieren, dass es da mehr Interoperabilitätsmöglichkeiten gibt. Aber ja, also im Grunde genommen, was bei mir jedenfalls zurzeit nur fest ist, ist Greylock, weil es einfach keine Alternative gibt, was mir eine User Separation ermöglicht. Ansonsten ist mir eigentlich vor allem wichtig, dass das Ganze relativ modular ist, also auch was, wie oben die Daten reinkommen, ist mir egal, ob das jetzt rsyslog ist oder syslog-ng oder sonst irgendwas. Mir geht es eigentlich darum, dass das Ganze eben so ein bisschen die Möglichkeiten, die man so hat, wie zum Beispiel, dass man gegen eine Greylock 2 oder mit Greylock 2 geschriebene Elasticsearch Datenbank auch trotzdem Kibana reinschreiben möchte. Solche Informationen versuche ich da gerade ein bisschen zusammenzufassen und eben ein bisschen mehr publik zu machen.
Ja, das ist so meine Einführung oder meine Vorstellung von diesem I Love Logging. Wie gesagt, die Webseite ist noch sehr, sehr leer, ist aber jeder ist willkommen, da entsprechend mitzumachen. Bis jetzt gibt es da nur die Mailingliste. Wir haben uns gerade jetzt heute und morgen das erste Mal überhaupt die meisten von den Leuten, die bis jetzt so da schon drin waren, entsprechend überhaupt das erste Mal so real life entsprechend getroffen und wollen da so jetzt entsprechend ein bisschen weitermachen, um da eben mehr Interoperabilität im Logging zu machen, vielleicht, ich sag mal nicht fertige Lösungen, aber so Best Practices entsprechend zusammenzustellen, wie man eben so Sachen am besten miteinander verarbeiten kann. Und natürlich darf jeder gerne mitmachen und ist natürlich auch herzlich eingeladen. Das Ganze wird demnächst dann auch noch eine Webseite kriegen, dass man da also auch mal ein paar so die Sachen entsprechend zusammen dokumentieren kann. Ja, das war's von meiner Seite. Gibt es noch Fragen? Ja. Also, ich meine, du hast jetzt ein relativ großes Setting, also irgendwie 3 Rechenzentren mit sehr vielen Nodes. Wenn ich jetzt so an meinen, weiß ich nicht, 3 Server denke und weiß ich nicht, 5 Clients oder so, dann würde ich das vielleicht auch gern trotzdem machen. Ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen, du hast irgendwie dafür gesorgt, dass die Datenbanken auch nochmal verteilt sind. Ich kenne mich jetzt mit NoSQL-Datenbanken nicht gut genug aus, aber wenn mir genau der Node abfackelt, komme ich dann irgendwie sinnvoll an die Daten ran? Also die eine Frage war Scaling, wenn ich das richtig verstanden habe. Also zum Thema Scaling, das ist das Setup, was eben, ich sag mal, die große Variante. Du kannst das Ganze auch genau eine Scheibe von nehmen und genau dasselbe machen. Also bei mir zu Hause, ich habe einen Server bei einem Provider stehen, so mit 4 oder 5 virtuellen Maschinen, die schicken da rein und dann halt so meine virtuellen Maschinen, die bei mir zu Hause laufen, ich sag mal so 10 Maschinen oder sowas, die laufen genau in dasselbe Setup rein. Der einzige Unterschied, ich habe halt nur eine Datenbank, einen Logstash und einen Greylog. Wenn der natürlich abraucht, ja, okay, gut, wenn die Daten weg sind, sind die Daten weg, ist klar. Man könnte das Ganze auch noch auf eine zweite Maschine, und zwar nur den Elasticsearch-Teil auf eine zweite Maschine machen und sagen, bitte repliziere mir alles rüber auf die zweite Maschine. Also von dem Scaling her, das geht auf klein und funktioniert sehr gut. Die Maschine, die ich zu Hause habe, also die virtuelle Maschine, ich glaube, sie hat 4 GB RAM. Das Problem ist, sowohl Logstash als auch Greylog als auch Elasticsearch ist alles in Java geschrieben. Ist nicht das Kleinste. Der Speicherverbrauch ist nicht so hoch. Also es geht schon. Ich habe nur gesagt, 4 GB, das sollte schon gehen. Ich habe auch mal eine Testmaschine, da sind nur 2 GB drin, das funktioniert auch. Klar, Performance muss mal gucken. Bei mir war es bis jetzt aber noch klar, so großes Setup ist das jetzt nicht. Und wenn du es groß haben möchtest, stell mehrere Maschinen hin, wird schneller. Die andere Frage, die du hattest, war die Daten. Du kannst natürlich, wenn du mehr als einen Rechner hast, kannst du beim Elasticsearch automatisch angeben, wie oft soll ein Shard vorhanden sein, also wie viele Replikas sollen da sein. Du kannst sogar so weit machen, dass ich in meinem Setup hier, habe ich dann gesagt, jedes Rechenzentrum hat eine spezielle ID, die Node-ID. Und da steht im Rechenzentrum so und so, und dann sage ich, bitte hab ein Replika. Und dann legt er den Replika aber natürlich nicht ans selbe Rechenzentrum, sondern ins andere Rechenzentrum. Damit wenn das ganze Rechenzentrum wegfällt, hast du auf jeden Fall noch eine Kopie. Ist über eine Funktionalität, die in Elasticsearch drin ist, das ist das Schöne. Also musstest du nichts groß machen, du musst halt dran denken, bitte Replika einzusetzen und dem zu sagen, gibt es aber eine schöne Doku. Eines der Sachen, die ich eben dann auch schön sauber dokumentieren möchte. Wie ist es mit Clicklogs, wenn du zum Beispiel einen Webserver hast, also so das Äquivalent vom Apache Logfile? Ja, also sagen wir es mal so, die Frage war Apache Logfile, wie kann man das verarbeiten oder überhaupt Webservern? Was du dann machen musst, es gibt 2 Möglichkeiten, entweder sagst, ich nehme zum Beispiel Apache Log, Apache Common Log, dafür gibt es in fast jeder Normalisierungstool, das ist so eines der Sachen, die gibt es immer, so das Hello World der Normalisierung, weil es einfach jeder irgendwann mal braucht. Und dann sagst du einfach, lese es aus und dann im Grunde genommen, was er macht, er nimmt das erste Feld und sagt, ich weiß gar nicht, ich glaube die Uhrzeit, packt es in die Uhrzeit und geht dann halt entsprechend durch und packt es entsprechend in die richtigen Felder und kann es dann entsprechend verarbeiten. Eine Alternative ist, gerade bei Apache zum Beispiel, kannst du einfach sagen, hey, mein Access Log soll ab sofort so aussehen. Sieht zwar im ersten Moment etwas doof aus, weil du sehr viele geschweifte Klammern dann hast, aber du kannst einfach sagen, hey, bitte schreib das Ganze gleich in JSON. Und dann loggt es dir direkt in JSON, danach musst du es nur noch rausnehmen und
irgendwo reinfallen lassen. Ja, aber dann ist Aggregation ist ja entscheidend bei sowas. Inwiefern meinst du Aggregation? Wenn du aus den Clicklogs auch was sehen möchtest, musst du ja irgendwie die Clicklogs aggregieren können, oder? Ja, das ist aber dann, also die Logfiles würde ich dann erstmal annehmen. Ich würde sie dann da oben, wo beim Logstash ist, kannst du nebendran auch noch Graphs rausschreiben, nämlich in Graphite das Ganze pushen oder beziehungsweise fallen lassen, daraus Graphs schreiben. Oder aber du kannst auch sagen, ich lege sie zum Beispiel ins Kibana oder eben beziehungsweise ins Greylog und kannst im Greylog entweder dann sagen, hey, zeig mir mal an, dann siehst du schon mal so die Lastkurve. Das siehst du, die Anzahl der Nachrichten. Oder aber gerade, das ist das Schöne an Kibana, da kannst du eben auch noch sagen, bitte zeig mir das unter anderem zum Beispiel, zeig mir mal, wo kommen denn die meisten 404 Fehler, aus welchem Land kommen die meisten 404 Fehler, weil du eben zu der IP-Adresse noch die Geo-IP-Adressen reingeschrieben hast. Solche Sachen gehen also ganz gut. Was würdest du mir jetzt einem Managemententwickler empfehlen? Angenommen, ich habe eine Applikation, die jetzt momentan nur in eine Logdatei schreibt und noch für irgendein besonderes Logformat verwendet. Was wäre für mich, um dir dein Leben einfacher zu machen, im nächsten? Das ist eine schöne Frage. Das ist auch eine Frage, die ich in diesem I Love Logging irgendwie nochmal, ich sag mal, nicht von mir, sondern von der Community beantworten sollte. Die Frage wäre für mich zuerst, was schreibst du? Nein, ich meine, welche Programmiersprache verwendest du? Also die Frage ist, war, wie, ich bin Anwendungsentwickler, wie soll ich es am besten schreiben? Für die Java-Entwickler ist es relativ einfach, weil dafür gibt es fertige Plugins. Da kann man entweder es im Logstash oder im Gelb-Format als fertiges, gibt es fertige Output-Formate. Und ich würde es auch auf eines von diesen zweien versuchen zu behalten. Also entweder das Logstash-Format oder das Gelb-Format. Das sind so die zwei, die relativ viel verwendet werden, je nachdem, wo du es hinschicken möchtest. Wenn du sowieso sagst, ich will das Logstash in der Mitte eh nicht haben, dann kannst du es auch gleich in Gelb schicken. Ich habe es jetzt im Moment so, es schickt es in Gelf, der Logstash konvertiert es erst von Gelf nach Logstash und dann von Logstash wieder nach Gelf. Ist nicht ganz so optimal, hat mir aber einige Funktionalitäten gegeben, die ich sonst nicht hätte. Sicherer Aspekt, das ist auch häufig dann die Anfrage von Kunden, wir würden gerne dieses Verbot schützen. Also schön, dass die momentan diese Dateilogs, aber wie wir uns das noch haben. Also wenn du sagst, es muss noch nicht strukturiert sein oder die Frage ist, brauchst du Struktur oder nicht? Wenn du Struktur brauchst, nimm irgendwas von irgendeine Variante von JSON und nimm bitte irgendetwas, was schon existiert. nicht noch mehr, danke. Und ansonsten, wenn du sagst, es heißt Syslog, dann gibt es nur einen, IETF Syslog. Bitte nicht dieses komische BSD-Syslog verwenden, weil jeder macht es anders und es gibt einen Standard, bitte nimm den. Das ist leider etwas, was die ganzen Hersteller irgendwie noch nicht geschafft haben, weil jedes Mal findest du wieder was Neues. Also das sind die, wenn du es also sagst, es soll Syslog sein, dann IETF Syslog, aber wenn du sagst, du möchtest Struktur haben, empfehle ich dir eigentlich normalerweise entweder Gelf oder dieses Logstash-Format. Und perfekterweise User-auswählbar, wie ich glaube. Ja, am besten sowieso irgendwie, es gibt auch inzwischen eine ganze Menge Logging-Schnittstellen für die verschiedenen Programmiersprachen, dass du gegen die programmierst und dann, denen kann man hinten dran sagen, wie sie es entsprechend rausschreiben sollen. Aber da fehlt mir auch noch so ein bisschen die Übersicht. Ich komme von der System-Admin-Seite-Ecke, nicht von der Programmierer-Ecke. Eine der Sachen, die ich gerne auch in diesem I Love Logging so ein bisschen so Gegenüberstellung, welche Formate haben wir, welche Output-Bibliotheken für was gibt es und wie kann man sowas am besten mit Best Practices auch machen. Noch eine Frage? Wie viele Rechner könnten da vorstehen, die Log, also sagen wir mal 100? Wie viele Rechner kann ich dir jetzt im Moment nicht sagen, also bei uns sind es mehrere tausend, ich möchte es mal so sagen. Ich kann dir aber ungefähr sagen, wir hatten letztens jemanden, der hat dann auch im Gelf, JBoss-Entwickler, hat dann im Gelf mal gesagt, so, schalten wir mal an, was schalten wir denn? Ach, wir nehmen mal Debug-Messages. Ich schicke es mir zum Glück mit TCP, also alles, was wir nicht verarbeiten können, lassen wir fallen, das ist ja schon mal, aber wir haben dann trotzdem irgendwie, was hatten wir, 80.000 Messages pro Minute, haben wir mit dem Setup gemacht, allerdings eben mit jeweils drei Knoten, also mit insgesamt 7 Rechnern, wobei man dazu sagen muss, ich habe danach in die Performance-Log gesehen, das sind zwar jetzt, ich sage zwar 7 Rechner, aber eigentlich sind es 2 Rechner und dabei jeweils 3 virtuelle Maschinen drauf. Und am Ende alles auf eine Festplatte. Ja, ich weiß, es ist halt noch
des Testsystems. Es ist noch nicht so, wie es am Ende produktiv sein soll. Also deswegen, ich habe dann auch geguckt, am Ende war es ein IBO-Problem. Hätten wir also jeder auch wirklich seine eigene Festplatte gehabt, wäre es wahrscheinlich noch mehr geworden. Aber ansonsten fand ich mit 80.000 Logs pro Minute verarbeiten, fand ich schon mal ganz, ganz gut. Und wie gesagt, das war ein IBO-Problem, es war noch kein CPU-Problem. Ja, auch in meiner Bachelorarbeit steht das auch entsprechend drin. Ich habe so eine Tabelle gemacht, welches Format und welches Programm kann welches Format. Also erstens zum Beispiel kann Logstash Windows Syslogs lesen und es gibt noch ein paar andere, die das können, aber ich sage dir gleich, Windows ist toll, weil die strukturiertes Logging machen die schon seit über 10 Jahren. Problem ist, die haben dasselbe Problem wie viele anderen auch, ihre Entwickler haben es noch nicht verstanden. Und zwar nicht die Microsoft-eigenen Entwickler, sondern die ganzen Fremdhersteller. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und was bei denen aber insgesamt ein Problem ist, ist Spamming. Also gerade auch bei Windows, was der dir an Log-Nachrichten rausschreibt, ist nicht feierlich. Es ist echt schwierig, da noch dann durchzusteigen, auch mit Tools wie Kibana oder Greylog. Aber ja, da gibt es Tools. Es gibt auch einige Tools, die das dann direkt in das Format dann auch direkt in Syslog konvertieren. Was ich nicht gefunden habe, vielleicht gibt es, aber ich habe es nicht gefunden, ich fürchte aber nein, ist, dass das Ganze in dem strukturierten Format von Microsoft in das strukturierte Format, in irgendein JSON-Format konvertiert wird. Da habe ich noch nichts gefunden. Ah. NX-Log kann? NX-Log kann direkt gelten. Okay. Cool, okay. Ja, ist auch Open Source. Also ist bei mir auch in der Bachelorarbeit drin. Ich habe nur irgendwann, das sind so viele Tools, irgendwann habe ich mal gesagt, so, das sind so die Tools, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe. Deswegen stehen die hier drin. Und ja. Also dann versuch's mal mit NX-Log. Ja? Ja, meine Frage ist, Syslog und SSL. Würdest du die Syslog-Server sammeln auf einen zentralen Syslog-Server und dann Logstash oder ein Logstash für den Syslog-Server? Also kannst du machen, du kannst beides machen, also mit Syslog. Also im Moment bin ich so am Überlegen, statt die Gelf-Nachricht gehen weiterhin nach Logstash, aber die Syslog-Meldungen kommen erst an einen lokalen R-Syslog, der macht dann schon mal eine Normalisierung, der schickt es dann an Logstash und der schickt es dann weiter. Es war nochmal ein weiterer Schritt dazwischen, aber R-Syslog kann sehr viel schneller normalisieren, als das Logstash kann, weil es anders interne Struktur ganz anders da aufgebaut ist. Das kann man machen. Das Problem ist, Logstash kann zwar alles Mögliche, aber insgesamt ist es Syslog und SSL oder TLS-Verschlüsselung. Ist immer so ein beliebtes Spielchen und ich glaube, ich würde dann auch, wenn du sagst, ich möchte es verschlüsselt übertragen, würde ich es wahrscheinlich so machen. R-Syslog schickt es an den R-Syslog und der schickt es an den Logstash. Also quasi auf diesem Log-Server, den ich da gebaut habe, da würde ich auch noch einen R-Syslog laufen lassen, der nur dafür da ist, von externen Nachrichten anzunehmen und dann eben entsprechend an das Logstash intern weiterzuleiten. Weil ich kann dir nicht sagen, wie Logstash mit SSL-Verschlüsselung klarkommt. Ich habe auch nichts gesehen, dass es mal irgendwo einstellen kann. Ich weiß nicht mehr, ob das geht, aber müsst mal gucken. Ja, wenn du TLS machen möchtest, musst du Zertifikate handhaben. Ich, ja. Ja, das Problem ist, du könntest natürlich auch sagen, so, mir sind die Zertifikate egal, und dann frage ich dich, warum verschlüsselst du? Also deswegen, das ist aber kein Problem, was R-Syslog hat. Willkommen in der Welt von PKI. Ja. Ja, also genau. Der Einwand war gerade, dass eben entsprechend es noch den Logstash-Shipper gibt. Der Logstash-Shipper ist nicht der komplette Logstash, der ist deutlich kleiner. Unter anderem braucht er auch keine komplette JVM, wie das normale Logstash. Was der kann, der hat so ein eigenes Format. Ich hatte es vorhin auch schon auf den Folien, aber ich dachte eigentlich, von der Zeit her schaffen wir es nicht, aber wir hatten dann doch mehr Zeit, als ich dachte. Da stand es schon drin. Na, hieß früher Lumberjack, aber weil es auch ein Project Lumberjack gibt, hat das umbenannt in Logstash Forwarder. Und der hat auch ein eigenes Transportmechanismus. Der hat den Vorteil, der macht das verschlüsselt, wobei das sich dabei
nichts ändert, weil du musst dich weiterhin um deine Zertifikate kümmern, macht das Ganze also verschlüsselt, sicher und transaktionssicher. Also wirklich, dass er das sagt, okay, erst wenn es wirklich übertragen ist, schmeiße ich es bei mir raus. Und wenn irgendwie, wenn ich die Daten nicht loskriege, wird es erstmal auf der Festplatte zwischengespeichert. Wie viel Zeit? Oh, sorry. Oh. Ach, es gibt auch noch diese Seite. Sorry, ich bin da so, ja, 10 Minuten noch, okay. Inwiefern, also die Frage ist, reicht es aus, als dass du sicher sein kannst, dass du es nur von diesem Server annimmst? Ja, wenn du die Zertifikate sowohl auf dem Client als auch auf dem Server testest. Kann ich dir nicht sagen. Also jetzt, so genau habe ich mich mit der Verschlüsselung dann noch nicht auseinandergesetzt, um das zu sagen. Ich werde zwar jetzt demnächst müssen, weil wir... Ich muss es jetzt demnächst benutzen, aber ich kann jetzt noch nicht sagen, inwieweit es da ist. Leider ist der Entwickler von Erstuslog ist auch nicht mehr da, deswegen den hätten wir fragen können, der hat es geschrieben, der weiß es. Das hören wir dann nächstes Jahr. Wenn ihr nächstes Jahr wieder einen Vortrag über Logging hören wollt und ihr nicht sagt, oh, schon wieder Jens mit seinem Logging, dann können wir darüber reden, ja. Mhm. Und wir haben Greylock dann weggelassen als zusätzliche Komponente und machen das jetzt über Apache und Nginx und LDAP-Authentifizierung direkt ans Elasticsearch und diese Apache-Nginx-Regeln. Da haben wir mal mit rumgespielt und Erfahrungen gesammelt. Nein, also die Frage war, ihr habt also Greylock rausgeschmissen und schreibt jetzt vom Apache direkt ins... Nein, wir schreiben direkt vom Logstash direkt ins Elasticsearch und okay. Und wir haben es halt anders gelöst oder versuchen es gerade auch ein bisschen anders zu lösen und es funktioniert schon ganz gut. Da wollte ich wissen, ob du vielleicht eine Erfahrung gesammelt hast. Also ihr benutzt Logstash, schreibt per Logstash in Elasticsearch und baut euch jetzt eure eigene Authentifizierung drumherum, dass ihr beschränken könnt, wer was sehen darf. Ja, okay, ich wollte nur wissen, dass ich es verstanden habe. Kann man mit Sicherheit machen. Also ich wäre auf jeden Fall da interessiert. Bitte hier Mailingliste und erzähl, was du gemacht hast. Klingt interessant, also weil es ist bis jetzt immer so für mich jedenfalls immer der Grund, Greylock zu verwenden, weil das eben, ich sage immer, ein Totschlag-Feature ist. Das Problem ist halt, du musst da halt dann genau gucken, irgendwie mit einem Proxy arbeiten, weil die Elasticsearch-Jungs jedenfalls auf der FOSDEM dieses Jahr meinten, Authentifizierung und wer darf was machen, ist nicht unser Job. Das sehen die so. Also das bedeutet auch, sie machen keinerlei oder wollen auch keine Autorisierung reinbauen oder Ähnliches. Ist nicht vorgesehen, jedenfalls nicht in der nächsten Zeit. Und das ist halt für mich immer so ein, damit darf ich niemanden auf meinen Elasticsearch drauflassen, weil, hey, der sagt einmal curl minus x delete, lässt fallen und es gibt sogar den schönen Alias unterstrich all, damit er gleich alles wegschmeißt, damit man nicht mehr durchgehen muss, welche Index man wegschmeißen möchte. Also es ist schon, auf jeden Fall, komm auf die Liste, erzähl, was du gemacht hast, klingt auf jeden Fall mal interessant, weil manchmal möchte man ja auch. Mir geht es vor allem auch bei diesem iLove-Logging, so welche Möglichkeiten hat man, um diese Sachen mal zusammenzubringen. Deswegen auf jeden Fall zehnmal. Noch was von dieser Seite, ich habe euch so lange vernachlässigt. Nein, dann gehe ich wieder hier rüber. Ja. Ich wollte nur das mal Apache sagen. Auf Twitter war ein Projekt, was Python-Skripte geschrieben hat, was Apache-Logfile war, ein Geld. Das benutzt man, das ist relativ stabil. Man muss sich halt nur den Output hier dann sehen. Also es gibt ein Python-Tool, was Apache-Logfiles parst und nach Gelf konvertiert. Okay, nö. Guck mal in meiner Bachelorarbeit nach, wenn es da nicht drinsteht, schick mir eine Mail. Noch musst du mir eine Mail schicken, demnächst wird das Ganze, meine Bachelorarbeit baue ich gerade um in ASCII-Doc, dann wird das Ganze in Git gepackt und dann kannst du mir gerne Push-Requests schicken, wenn da irgendwas noch fehlt. Das ist so mein... Kommt drauf an, also der Apache kann Error-Logs auch an Syslog schicken, kommt aber darauf an, welchen Apache du hast. RHEL 6-User oder CentOS 6-User, Apache 2.2,
geht nicht. Aber ja, da gibt es in zur Zeit auch Mittel und Wege, genau. Weil unter uns, das ist ja nicht unbedingt KISS. Nein, es ist nicht KISS, ja. Wie gut kriege ich denn mit, wenn da irgendwo an der Ecke was hakt? Weil ich meine, das ist ja essentiell. Ja, also es ist im Moment so, der Logstash, die meisten Tools davon nehmen dann keine Nachrichten mehr an, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Problem ist allerdings, es garantiert dir keiner, dass dazwischen nicht irgendwelche Nachrichten noch irgendwo in der Queue hängen und wenn dann der Prozess stirbt, nimmt er die Queue mit. Ansonsten, also bei uns ist zurzeit Monitoring, wir überwachen natürlich Elasticsearch und MongoDB, da gibt es Nagios-Plugin für. Das war trivial. Und wir gucken halt nach, dass, da bin ich jetzt gerade noch dabei, guckt nach, dass der Greylock-Server noch auf AP-Calls reagiert. Ja, dann gehe ich mal von aus, wenn er auf AP-Calls zum User-Listing geht, ist das eine Geschichte. Und dann haben wir Logstash. Der Logstash gucke ich nur nach, dass der Prozess noch läuft. Da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das wirklich monitoren kann. Lennart, du hast... Vielleicht kurz als Anmerkung, wie sich da Greylock 2 entwickeln wird. Das auch als ein großes Problem erkannt haben. Also von Kunden, die das so benutzen, die damit sehr glücklich sind, aber wie gesagt, Komplexität nicht so glücklich sind, dass ich nicht total nachvollziehbar ist, weil ich gerne da fantastisch auch zu benutzen will, weil du sagst, Einlog-Logging, die meisten Leute ist einfach nur ein Problem, was sie lösen müssen und die hassen Logging. Was man nachvollziehen kann, weil es wird sehr schnell sehr komplex. Da wird sich Greylock 2 in Zukunft in die Richtung entwickeln, dass wir zum Beispiel uns gerade anschauen, wie wir den Elasticsearch kapseln können. Unsere ganze Architektur spricht über REST miteinander und managt sich bis zum Teil selber. Wenn man etwas von davor schreiben kann für eine Message Queue und so, das wird alles über REST von Greylock 2 automatisch größtenteils sogar konfiguriert. Und das soll zum Beispiel auch mit dem Elasticsearch geschehen. Das heißt, dass wir auch schon Elasticsearch umbauen, dass dann praktisch ein Greylock 2 Data Node ist und dann einfach das Problem abnimmt, weil Elasticsearch am Ende ist eine Volltextsuche auf dem Scene. Das merkt man auch immer wieder, dafür ist es gebaut. Zum Beispiel, ich habe das damals bei 10 implementiert, zum Beispiel Elasticsearch Remember, und da funktioniert es sehr gut, wenn man, weil da gibt es ein Team, das kümmert sich um. Für ein Logging-Tool, da gibt es kein Team, was sich darum kümmert, um Elasticsearch am Leben hält. Das versuchen wir einfach über das, was wir gesehen haben, was wir hier neu implementieren, dann automatisch abzufangen und das Ganze dann zu kapseln in einer der nächsten. Also. Herbst mehr, aber mit einer der nächsten Versionen dann zum Beispiel sowas. Und es wird auch ein Monitoring geben, entweder als Service oder auch nicht. Okay, also um das kurz zusammenzufassen für die Aufzeichnung, also Greylock 2 will ein Monitoring dazu bauen, dass man das Ganze überwachen kann und versucht auch so einige Sachen davon abzukapseln, um das Setup und so weiter einfacher zu handhaben. Gut, okay. Ich hoffe, das beantwortet dann auch die Frage. Aber ja, das mit dem Monitoring, da ich bin da auch noch nicht so ganz glücklich, weil ich nicht alles wirklich monitoren kann. Wenn du in einem Jahr mir noch stellst, wie sieht dann die Welt aus? Weil man sieht jetzt neue Tools kommen, wie Mozilla Hacker und eben, was er angesprochen hat, an Tools, die einfach installierbar sind, so wie sie lang als vorher sind, aber die einfach auch funktionieren und nicht ein riesen Setup gibt. Und halt so, dass langsam halt die Ruby und Python Also Trends und was nächstes Jahr ich hier halten werde, da kann ich dir versprechen, nächstes Jahr kann ich dir es dann erzählen. Ansonsten, ja, da ist viel, viel Bewegung drin. Also ich habe mich da jetzt wirklich intensiv damit der letzten Zeit beschäftigt und ich lerne ständig noch neue Tools dazu. Mit dem Grund, warum ich eben das so mache, dass man eben dieses I Love Logging haben möchte, wo man eben sagen kann, hey, da gibt es ein Tool, das könnte da das Problem lösen. Also es ist, aber was da jetzt genau kommen wird, keine Ahnung, werden wir sehen. Wenn ich in die Zukunft gucken würde, hätte ich gute Verwendung dafür, aber ich habe es nicht. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit.